Bundeskanzler Olaf Scholz war am Donnerstag persönlich nach Cottbus in Brandenburg gekommen. Anlass war die Eröffnungszeremonie für die erste Halle des neuen Bahninstandhaltungswerks. Es ist das bisher größte Industrieprojekt im Zusammenhang mit dem Strukturwandel in der Lausitz. Hier sollen 1200 neue Arbeits- und Ausbildungsplätze entstehen und damit einen Teil der Jobs ersetzen, die durch den Kohleausstieg wegfallen. Bund und Bahn investieren hier nach eigenen Angaben über 1 Milliarde Euro. In seiner Rede verwies Scholz auf das stolze Wirtschaftswachstum, das Brandenburg vorzuweisen habe. Brandenburg hatte im ersten Halbjahr 2023 das mit Abstand größte Wirtschaftswachstum im Vergleich aller Länder. Das hat fast chinesische Dimensionen und insofern soll es einmal erwähnt werden. In diesem Zusammenhang mahnte Scholz auch Offenheit für ausländische Arbeitskräfte an. Wir brauchen auch Arbeitskräfte von anderswo, ich habe es schon gesagt, die wir mit offenen Armen empfangen. Wer mit anpackt, ist willkommen, ob schon immer hier oder zugezogen. Wer mit der Wirtschaft, muss es aufwärts gehen. Und das gelingt nur, wenn Arbeitskräfte bei uns sind. Wir sind ein weltoffenes Land, das einen festen Platz hat im geeinten Europa. Zahlreiche Landwirte nahmen den Besuch von Scholz zum Anlass, um gegen die Politik der Bundesregierung und die geplante Streichung von Agrarsubventionen zu protestieren. Die Traktoren wurden allerdings am Werk der Bahn und damit auch an Scholz vorbeigeleitet. Der Kanzler sprach aber im Anschluss an die Eröffnungsfeier unter anderem mit dem brandenburgischen Bauernpräsidenten Henrik Wenddorf. Das Gespräch sei offen und lösungsorientiert gewesen, sagte Wenddorf nach dem Treffen.